Am Montag beraten die Verkehrsminister in einer Sonderkonferenz über ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Teilen Sie das Ziel, ein solches Billigticket anzubieten? Naja, ich bin ganz klar der Auffassung, dass man jetzt das Momentum nutzen muss. Aber wie ich die ganze Zeit auch schon fordere, geht es in erster Linie darum, dass wir die Regionalisierungsmittel verhandelt bekommen. Also hier geht es darum, dass wir natürlich Bus und Bahn ein entsprechendes Angebot haben wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sitzen alle im Zug drin. Wenn wir nach vorne schauen, sehen wir, dass unsere Gleise aufhören. Aber wir sitzen im Zug und diskutieren, inwieweit wir nicht unser Kartenpreis weiter machen sollten. Ich glaube, wir müssen erstmal die Infrastruktur ausbauen, den Erhalt. Also ein Angebot schaffen. Trotzdem muss es natürlich nebenher das Nachfolgeticket, was vielleicht auch, wenn man mich fragt, glücklicherweise keine Zahl bekommt, sondern ein Klimaticket oder Mobilitätsticket genannt werden sollte, weil ansonsten sind wir ja auf ewig auf eine Summe fixiert. Dennoch noch nachgefragt, in welcher Höhe könnte es denn ein solches Ticket geben? Na, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass der Bund uns zusichert, dass wir die Mittel, die wir brauchen, um einen Ausbau zu machen, erstmal sicher haben. Dann haben wir diese ganzen erhöhten Energiekosten, die müssen auch gesichert werden. Also es ist ein Dreistufenmodell. Und dann, glaube ich, kann man sich auch darüber verständigen, dass man sich beteiligt an eine Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets. Ich glaube, seriös ist es allerdings erst, die beiden anderen Sachen abzuarbeiten, um dann zu sagen, wir fordern dann das Nachfolgeticket. Ich glaube, da kann es, also da gab es ja viele Vorschläge. Bisher ist mir doch relativ charmant in Richtung eines irgendwo im Spalt zwischen 49 und 69 Euro. Wichtig ist aber, dass vorher Bund uns mitteilt, wie viel Mittel bekomme ich denn? Weil es ist einfach so, dass es in Schleswig-Holstein nützt es ja nichts, wenn ich irgendwo in ein Dorf stehe, wo kein Bus und kein Bahn ist, dass man dann sagt, aber dafür gibt es das zukünftig zum halben Preis. Ich verstehe, dass große Städte sagen, oh, super, finden wir gut, aber man darf hier nicht die Menschen im ländlichen Raum vergessen. Und Sie haben die Regionalisierungsmittel angesprochen. In welcher Höhe braucht denn Schleswig-Holstein künftig welche, um auch ein solches Ticket überhaupt zu ermöglichen? Naja, Regionalisierungsmittel wären ja in erster Linie der Ausbau der Infrastruktur, es wäre der Erhalt und der Betrieb. Dann zusätzlich käme dieses Ticket. Wir brauchen in Größenordnung, also weit über in den nächsten 10 Jahren, weit über 1 Milliarde. Es ist wahrscheinlich eher in Richtung 2 Milliarden und mehr. Gerade wenn auch dieses geförderte Ticket dazukommt, auch das würde uns in den nächsten 10 Jahren irgendwo in Größenordnung ja 400-500 Millionen Euro kosten. Also sind riesige Summen, über die wir reden, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die richtige Herangehensweise annehmen. Wir wissen natürlich auch nicht, was passiert insgesamt mit Energiepreisen und Ähnliches. Also es gibt viel Ungewisses, aber auf der anderen Seite, wir schulden die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch ein anständiges Angebot, zu sagen, wir haben erkannt, das 9-Euro-Ticket hatte in erster Linie, glaube ich, den Vorteil, es war einfach, es war verständlich, es war diese Tarifeinheit, den die Menschen, glaube ich, gemocht haben. Andererseits war es natürlich auch preiswert, das, glaube ich, ist auch wichtig, aber Erhebungen ergeben ja jetzt auch schon. Die Menschen wollen aber auch Qualität, sie wollen Verlässlichkeit, und all das kriegen wir natürlich nur hin, wenn wir auch erstmal investieren. Was ist denn Ihre Prognose? Wird es denn absehbar ein solches Ticket geben, bundesweit, und wenn ja, wann? Also ich bin überzeugt, dass es in Kürze das gibt. Es ist für jeden klar, das war ein großer Erfolg. Die Menschen wollen das, die Politik will natürlich das, was der Mensch will. Und die Bürgerinnen und Bürger haben ja gezeigt, dass sie unbedingt ein solches Ticket haben wollen. Ich glaube, es wird ein bisschen Ringen geben darum, wie wir das hinbekommen, dass auch in diese Diskussion, und das ist vollverständlich, die eine begreift nicht, worüber diskutieren die jetzt gerade. Es ist schon lange auch von Bundesseite her versprochen, dass wir die Regionalisierungsmittel bekommen. Ich glaube, innerhalb der nächsten Wochen, wir reden nicht von Monaten, werden wir eine Lösung bekommen, wie das auszusehen haben. Wann das dann final ausgestattet und losgehen kann, ist sicherlich nochmal eine kleine Zeit, die überbrückt werden muss. Sie haben aber Voraussetzungen genannt, eben auch eine Ausweitung des Angebotes. Das kann aber doch in dieser Kürze der Zeit gar nicht erreicht werden. Nein, das stimmt. Aber da, glaube ich, ist es auch einfach nur so, dass wir die Zusage haben müssen, dass wir dieses Angebot bezahlt bekommen. Und dann muss natürlich das Ticket eingeführt werden. Und dann ist das aber, glaube ich, auch verständlich für jemanden, der sagt, okay, es wird jetzt auf meine Strecke ausgebaut, das verstehe ich. Dann ist das auch in Ordnung, dass wir über ein Nachfolgeticket diskutiert worden sind. Also dann würden wir das natürlich gleich starten. Wir warten dann nicht, bis wir 2030 die letzte Ausbaustufe erreicht haben, sondern direkt mit dem Ticket loslegen. Aber meine Befürchtung ist, wir einigen uns auf ein Ticket
und diskutieren dann über die Regionalisierungsmittel. Und die Wahrheit ist, wenn diese nicht kommen, dann reden wir in Schleswig-Holstein nicht davon, dass wir ausbauen, sondern dass der Minister entscheiden muss, was ich abwähle. Ich glaube, das ist, wäre das fatale Signal im Moment gegenüber die Bürgerinnen und Bürger zu sagen, wir können, glaube ich, 1,5 Jahre noch durchhalten und ab dann müssen wir Angebot abwählen. Es sei denn, der Bund steht zu seinen Versprechen und es gibt diese Regionalisierungsmittel.